Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal! Zurück! So, ihr seht es. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich hab's. Das ist das offizielle Battlefield 6, beziehungsweise es heißt tatsächlich anders und hör auf, dich zu schütteln, Hund. Es ist das offizielle Battlefield-Shirt. Wenn ihr auch dieses geile Merch haben wollt, geht einfach auf meine OnlyFans-Seite. Das ist Schepperfeuer unterstrich immer nackt unterstrich voll geil für alle unterstrich bindestrich.com. Da kriegt ihr auf jeden Fall dieses geile Shirt. Und ihr seht, was das Thema heute ist, Leute. Es ist Battlefield 6 oder, und das werdet ihr heute lernen, es heißt gar nicht Battlefield 6. Tom Henderson, der Retter unserer Nation im Prinzip, einer der Top-Leaker von Call of Duty seit, ich weiß gar nicht, seit 5 Jahren oder so, hat sich weit aus dem Fenster gelehnt und hat uns 4 ganze Seiten Battlefield Leaks, News, Infos gegeben. Und ich wusste bis vor 2 Stunden zum Beispiel nichts über das neue Battlefield, außer dass es die Rettung sein kann. Am Ende ist es immer noch EA, das muss man dazu sagen. Und dass es Battlefield 6 heißt. Tja, falsch gelegen. Wir machen folgendes, Leute. Wir springen in eine dieser geilen Runden hier. Und das ist nämlich der geilste Modus, den sie je rausgebracht haben. Schnell, langsam. Schnell, langsam. So heißt das. Und wir machen folgenden Deal. Jedes Mal, wenn ich einen Tod kassiere, werde ich euch 5 Battlefield-Leaks geben. Und ihr könnt jetzt schon wetten, wie häufig ich sterbe. Um euch alle Battlefield-Leaks nennen zu können, ich habe mal durchgerechnet, brauche ich circa 16 Tode. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, sollte ich weniger sterben, ist es eine gute Runde gewesen. Sollte ich öfter sterben, erzähle ich euch irgendwas anderes. Vielleicht, warum meine OnlyFans-Seite ziemlich geil ist. Die News, die wir bisher bekommen haben, sind ja relativ dürftig gewesen. So 100% wusste jetzt keiner, was bei Battlefield kommt und was nicht. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich euch das alles beibringen kann. Und wenn ich nicht in den nächsten 7 Sekunden irgendeinen Gegner treffe, den ich wenigstens anhitten kann, war es das in dieser Zeit auch schon für mich. Und der erste Tod ist da. Was bedeutet, dass die ersten 5 Leaks zu euch kommen, hier ist kein Gegner. Ich präsentiere euch die ersten Leaks. Das nächste Battlefield heißt nicht Battlefield 6, sondern Battlefield ohne etwas dazu. Es wird in der nahen Zukunft passieren, das heißt ca. 2030 als Jahr und ist ein Vorgänger sozusagen in der Timeline von Battlefield 4. Das Game wird Drohnen- und Robotermechaniken haben. Was das im Prinzip bedeutet, ist relativ einfach. Es ist trotzdem kein Advanced Movement, aber ihr habt kleine Drohnen und ähnliches, die euch dabei helfen, im Prinzip Gegner zu erkennen und ähnliches. Das Game ist ein Hauptkonflikt zwischen den USA und Russland, etwas, was sehr aktiv ist. Und der 5. Punkt, bevor wir den nächsten Tod kassieren dürfen, du kannst als Spezialeinheit spielen. Das heißt, dein Charakter, den ihr dann dabei habt, der ist eine Spezialeinheit und das ist basierend auf einer anderen Nation außer Russland und den USA. Zum Beispiel könnt ihr ein deutscher Spezialsoldat sein auf der Seite der Amerikaner, der dann eine Spezialfähigkeit hat. So, auf geht's zum nächsten. Wir wollen zumindest zwischendurch ein paar Kills machen. Wir wollen nicht einfach nur die ganze Zeit sterben, damit ihr die ganzen News von mir bekommt. Und das ist ein guter Beginn. So sind wir nämlich nicht gestorben. Und der nächste Tod. Das Game wird ein Battle Royale haben. Das Game hat eine Kampagne und eine Koop-Experience. Das heißt, für euch Koop-Spieler, wenn ihr Bock habt, ist auf jeden Fall dabei. Dafür gibt es keinen traditionellen Singleplayer. Spieler werden in der Lage sein, 4 verschiedene Typen von Soldaten auszuwählen. Aber anstatt spezielle Gadgets zu haben, ist es so, dass ihr verschiedene einzelne Fähigkeiten habt, die ähnlich aufgebaut sind wie die Fähigkeiten bei Call of Duty, wenn ihr zum Beispiel Perks auswählt. Und ich habe gerade festgestellt, dass jedes Mal 5 ganz schön lange dauert. Machen wir mal lieber 3. Weil ich kann nicht garantieren, dass ich nicht noch 100 Mal sterbe. Und das würde dann einfach bedeuten, dass ich die nächsten 100 Minuten darüber spreche, was alles kommt. Oh, hinter mir ist einer. Hat er kein Interesse mehr oder was? Er hat absolut kein Interesse mehr. Das heißt, wir legen hier das hier erstmal hin. Da ist ein Kill. Jedes Mal, wenn ich einen Kill mache, möchte ich 10 Likes von euch haben. Das ist doch ein fairer Deal, oder nicht? Das heißt, wenn es gut läuft... Er hat einen Tiefflieger. Ich bin so am Arsch. Dieser Tiefflieger macht einfach alles kaputt. Da haben wir noch einen. Auch ein schöner Spawnpunkt von ihm. Hier sind auch alle tot. Anscheinend sind alle Gegner tot. Ich bin fast gestorben durch diesen Tiefflieger. Ich bin bei dir, Teammate. Die Stellung ist auch komplett weg.
Es sind keine Gegner zu sehen. Leute, ich will euch nicht schon wieder den nächsten 5 geben. Deswegen töten wir einfach jemanden und sterben gleichzeitig. Es gibt einen robotischen Hund in dem Game. Der wird wie die Boston Dynamics Mule sein. Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Kann sehr schnell laufen und hat eine Waffe auf sich, dieser Hund. Es sieht aber eher so aus, als wenn das kein Hund ist, den man zu sich rufen kann, sondern ein Fahrzeug oder etwas ähnliches. So zum Beispiel wie eine Drohne. Das Game wird 128 Spieler supporten. Auf den Old-Gen-Konsolen, also Xbox 360, PS4, all diese Konsolen, wird das runtergesetzt auf 64 Spieler, so dass die meisten Leute, die noch Old-Gen-Konsolen haben, das wirklich auch spielen können. Und der Review-Trailer sieht aktuell aus wie Battlefield 5, was bedeutet, dass sie aktuell keine neuen Gameplay-Highlights reingetan haben, sondern, um das grob zusammenzufassen, eigentlich nur neue Cinematics benutzt haben. So, und ich sterbe viel öfter, als ich das hier eigentlich erwartet habe, was gleichermaßen bedeutet, dass ich auch viel, viel öfter hier euch Sachen vorstellen muss. Das Ding ist, es sind noch unglaublich viele übrig. Und wieder tot. Das geht super. Das Gameplay ist wie traditionelles Boots on the Ground, mit einigen Robotern und Drohnen, die euch helfen, wie sie es im richtigen Leben tun würden. Aber, das müsst ihr dazu sagen, es gibt kein Wallrunning, es gibt keine Laserwaffen, nichts Verrücktes dabei. Neben den Explosionen können Gebäude auch durch verschiedene Naturkräfte zerstört werden. Tornados, Erdbeben, Windhosen, Sandstürme, Überflutungen, all solche Sachen. Es gibt also dynamisches Wetter im Game. Und der nächste Tod. Battlefield ist eine viel genauere Repräsentation vom 2030, also wenn wir sozusagen 8-9 Jahre nach vorne gehen, militärischen Konflikt, als das, was wir aktuell bisher haben. Das bedeutet, keine Railguns, keine fliegenden Panzer. Battlefield wird, das sagt Tom Henderson hier, kein Sci-Fi-Game sein. Alle Waffen, die wir dort spielen können, werden Waffen sein, die auch aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt, auf der Welt entweder entwickelt worden sind oder entwickelt wurden. Und vielleicht kurz davor stehen, released zu werden als Beispiel. Und der nächste Tod. Das geht super hier, Leute. Es war eine gute Idee, jedes Mal 5 Sachen vorzulesen. Leider musste ich die Runde eben gerade beenden, weil irgendwie nur noch 2 Teammates da waren. Unser Team ist einfach komplett zerstört worden. Und jedes Mal, wenn ich angefangen habe, irgendwas zu erzählen, bin ich gestorben. So wie jetzt. Also zum nächsten Punkt, Leute. Ein Zitat, ein älteres von Tom Henderson. Da ist er davon ausgegangen, dass die Old-Gen-Konsolen wie die Xbox, was weiß ich, wie sie heißt, ich habe mit der Xbox nie was zu tun gehabt, PS4, all diese Konsolen, nicht das Glück haben werden, das neue Battlefield spielen zu können. Das hat er mittlerweile ja erneuert, das Statement. Und hat er mittlerweile gesagt, doch, Old Gen ist mit dabei. Und wird auch im Xbox Pass am ersten Tag mit drinne sein. Einfach nur, damit man die Möglichkeit hat, die Spielerzahl ein bisschen zu erhöhen von Anfang an. Und natürlich, ich bin wieder gestorben, das war echt eine dumme Idee. Kevin, das war eine richtig dumme Idee. Die nächsten Sachen für euch. Es wird Cross-Gen geben. Das ist offiziell von EA und DICE, den Entwicklerstudio und dem Publisher, bestätigt. Das heißt, 8. Generation und 9. Generation der Konsolen können gemeinsam spielen. Das Game wird jetzt im Juni, am 9. Juni, das heißt, wenn ihr das Video seht, gestern sozusagen, auch revealed. Das ist nicht der Release, Leute, merkt euch das. Das heißt, das Game wird nicht am 9. komplett gezeigt, aber am 9. fängt es an, dass wir zum Beispiel den ersten Trailer oder ähnliches sehen. Und jetzt würde ich ganz gern ein paar Gegner hier killen. Da ist absolut einer sonst wo gewesen. Gut. Danke, dass ich auch ein paar killen darf. Und was war das? Erstmal mit der Shotgun. Ja, jawohl, alles klar, danke. Das Game wird sehr viele fortgeschrittene AI haben, fortgeschrittene Zerstörung, fortgeschrittene visuelle Effekte und fortgeschrittene physikalische Gesetze. Passt ähnlich zu dem, was wir eben schon gehört haben von mir. Like dafür und Abo auch, coole Sache. Das machst du nie wieder. Das Reveal wird jetzt auf jeden Fall am 9. Juni sein und mehr Sachen werden in Form von verschiedenen Events, so wie einer Alpha, einer Beta und ähnlichem,
im Anschluss dann kommen. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall darauf freuen, dass wir reichlich mit Infos und sonstigen belohnt werden. Und das finde ich auch gut. Er sitzt einfach in der Ecke. Er heißt Latze. Er ist der schlechteste Spieler der Welt. Das Game wird mehr Spieler als jemals zuvor beinhalten. Die verschiedenen Maps, die geleakt worden sind, kriegt ihr beim nächsten Tod. Ich würde ganz gern einmal nicht sterben, wenn das möglich ist. Ich habe es unterschätzt, wie häufig man eigentlich stirbt, wenn man nicht eingespielt ist, nicht konzentriert ist und sich mega freut, wie ein kleines Kind, dass Battlefield tatsächlich jetzt vor der Tür steht. Was ist verkehrt mit euch? Keiner spielt diese Shotgun! Und die nächsten. Die beiden Maps, die bisher geleakt sind, wie gesagt, das sind alles die Punkte, die von EA und DICE bestätigt sind. Tanegashima Island, das ist irgendwo in Japan. Diese Map hat ein spezielles Event, und zwar ein Tornado, ein Sturm und eine Levolution. Das scheint sowas wie eine geheime Physik oder physikalische Eigenschaft zu sein, die man da freischalten kann, und die heißt Rakete. Und dann gibt es noch Katar, ist Mittelost, nah Fernost, ihr kennt das. Spezielles Event, Sandsturm, Katar, was für eine Überraschung. Und hier ist aber unbekannt, welches spezielle Event das Ganze haben wird. Das heißt, da wird man auch vielleicht ähnlich wie in Call of Duty Ghost, viele von euch kennen Call of Duty Ghost ja tatsächlich, da wird es dann vielleicht so ein bisschen drauf ankommen, was für eine Killstreak man hat, auf was für eine Streak man ist. Digga, ich krieg so dumm. Jawohl. Es wird also darauf ankommen, was für eine Killstreak man vielleicht hat, und dann kann man spezielle Sachen freischalten. Die Maps an und für sich sind ja eh schon dynamisch, das heißt, da wird Battlefield, glaube ich, richtig was raushauen. Die maximale Squad-Size, das heißt, wie viele Spieler könnt ihr in einem Team sein, liegt bei 4. In Panzer können auch 4 Spieler sich reinbequemen und durch die Gegend fahren, wie die Witzigen. Nein, oh mein Gott. Oh, hab ich veraimt. Oh mein Gott, hab ich veraimt. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Oh, hinter mir. Du bist weg. Jetzt gehe ich in die Stellung und jetzt mache ich 10 Kills ineinander. 10 Kills ohne zu sterben. Passt auf. Einer. Zwei. Drei. Vier. Meine Vorräte. 5. Wir machen 10 hintereinander. Hier sind die Vorräte. Die klaue ich noch. Let's go, let's go, let's go. Und Herausforderung. Wir sind bei 5, glaube ich. Oder bei 4 oder bei 8. Ich weiß nicht. Sagen wir bei 5. Wir machen Kills hiermit. Okay. Der ist absolut schlecht und dann werde ich gesniped. Ich schaff's nicht mal bis 10 in diesem Game. Gott sei Dank kommt Battlefield. Die nächsten Punkte für euch. Der Osprey, das ist im Prinzip ein Transportflugzeug, oder der V-280 Valor, ich denke auch ein Transportflugzeug, wird bis zu 6 Spieler gleichzeitig innen drinne haben können. Das heißt, ihr könnt euch so ein bisschen transportieren. Es gibt unbegrenzte Munition für Panzer. Das ist für alle von euch bestimmt cool, die gerne Panzer fahren. Ich saß damals in meiner Bundeswehrzeit einmal in einem Panzer, und Leute, ich war damals schon 1,90 Meter und ich saß in einem fucking Panzer, der nicht dafür gemacht ist, dass Leute über 1,70 da drinnen sich bequem. Ich werde schon wieder gesniped. Digga, dieses Video ist absolut schrecklich gerade. Es gibt Flangen und Tickets. Diese Flangen und Tickets, ich weiß nicht ganz, was das sein soll, werden im HUD angezeigt. Das heißt, in eurem Spielerdisplay könnt ihr aber auch ausschalten. Am 15. Juni, das ist jetzt schon demnächst, beginnt eine private Session, bei dem wieder große Content-Creator und Streamer eingeladen sind, das Spiel vorab zu testen. Was wieder wie immer bedeutet, Leute, die noch nie etwas mit Battlefield zu tun hatten, werden dazu eingeladen. Vielen Dank dafür, aber es ist klar, und es geht hier gar nicht um mich, aber auch kleinere Content-Creator, die vielleicht schon seit vielen Jahren Battlefield supporten, haben dabei keine Chance. Es gibt eine offene Alpha und eine offene Beta. Beides wird noch im Juni passieren. Das heißt, die Alpha und Beta ist, wenn ihr das Video seht, maximal 3 Wochen von hier entfernt. Da ist er. Da war er. So, die haben Kampfflugzeug.
Und ich werde schon wieder mit der. Ich sterbe nur durch Shotguns oder Sniper. Das ist das. Das ist absolut schlimm hier. Machen wir weiter. Du kannst zwei verschiedene Aufsätze haben, die du jederzeit wechseln kannst. Als Beispiel, du kannst einen Red Dot Aufsatz haben und einen ACOG Aufsatz. Du kannst ein kleines Magazin und ein Drum Mag Magazin haben, die alle Vor- und Nachteile haben, die ihr während der Runde tauschen könnt, wie ihr das gerade braucht. Du kannst eine Shotgun nehmen und den Schaft und die Shotgun-Verlängerung, das heißt den Lauf, entfernen, damit du sie, je nachdem wo du gerade bist, im Haus oder draußen, besser nutzen kannst. Finde ich sehr interessant, haben die in jedem Fall schon mal als interessante Idee gestaltet. Etwas, was wir ja in anderen Games, auch von COD, mittlerweile ja auch kennen. Ist ja jetzt für uns alle nichts komplett Neues. So, einer. Ich bin einfach über ihn gesprungen. Guckt euch das an, er war so überfordert und hat den Glück gehabt. Zu den nächsten Sachen. Es gibt Squad- und Helden-Mechaniken, die man aus Battlefront 2 kennt. Professionals. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ein Leak, der jetzt neu dazu kam, auch von Tom Henderson. Er sagt plötzlich, es wird Battlefield 2042 heißen. Vielleicht wird es eine Mischung sein, das weiß ich nicht. Es wird einen Spezialisten pro Squad geben können, der spezielle Fähigkeiten hat, die dem Team helfen. Ihr könnt aber nur einen gleichzeitig davon nehmen. So, jetzt machen wir noch schnell. Diese Runde beenden wir noch so schnell wie möglich oder ziehen sie noch so lange wie möglich, sodass ich noch die Chance habe, euch noch ein paar Sachen zu sagen. Und die nächsten Sachen kommen dann gleich im Anschluss an diese Runde. Wir müssen einfach nur hier drinnen bleiben, wenn wir... Okay, die Runde ist vorbei. Die letzten Sachen, Leute, es waren absolut die schlimmsten Runden, die ich in meinem Leben jemals gespielt habe. Und ich habe nicht gedacht, dass ich so häufig sterbe. Ich habe gedacht, ich kriege das hier langsamer hin. Es gibt ein Professional Medi, einen professionellen Sanitäter sozusagen. Der hat einen Healing Dart, mit dem könnt ihr eure Teammates in den Teams auf Entfernung heilen. Jedes Squad hat die Möglichkeit, spezielle Autos spawnen zu lassen, da wo sie gerade sind. Vor allen Dingen sind das ATVs und Jeeps, dass ihr über die Karten schneller hinwegkommt. Es sind die größten Maps, die jemals in Battlefield tatsächlich gemacht und gezeigt worden sind. Es wird eine Map geben. Diese Map, die wir zuerst spielen können, heißt Shelf. Es ist eine Map, die in der Antarktis zu finden ist. Finde ich auch interessant. Anscheinend gehen sie mit Battlefield 42 oder Battlefield glatt oder sonst was direkt auf die ganze Welt. Bisher finde ich das echt alles interessant. Was haben wir noch, Leute? Noch ein, zwei Sachen. Ich darf euch die Sachen leider so nicht als Screenshot zeigen, denn derjenige, der es von Tom Henderson kopiert hat, dessen Account wurde im Prinzip direkt innerhalb von ein paar Minuten von Activision weggeknallt. Auf meinem Discord könnt ihr diese ganzen Leaks von mir gerne sehen. Einfach auf den Discord gehen, der ist im Unterchannel Leaks, da könnt ihr raufgehen. Was bei mir auf dem Discord ist, kann man mir Gott sei Dank nicht wegknallen. Die letzten paar Infos. Zwei Trailer sind bereits fertig, die Gameplay-Mechaniken zeigen, die jetzt im Laufe von Mitte Juni gezeigt werden. Das Ganze spielt zwischen 2030 und 2042. 64 gegen 64 ist ein Modus, der getestet wurde und der funktioniert nur auf den Next-Gen-Konsolen. Und die allerletzte Sache, die wir neu dazu bekommen haben, es wird Ziplines geben. Das heißt, ihr könnt mit Ziplines, ähnlich wie in Modern Warfare, entweder irgendwo hoch oder runter oder könnt euch irgendwo langhangeln, all solche Sachen. Stelle ich mir cool vor, wenn man überlegt, dass die ganzen Maps ja auch noch geografische Eigenschaften haben. Mit Stürmen, mit Fluten, mit Erdbeben, mit Sandstürmen, mit allem, was dazu kommt. Ganz ehrlich, Leute, ich bin absolut hyped darauf. Ich habe Bock. Ich finde, Activision hat sich in den letzten Monaten und Jahren einfach verdient, dass die Spielerbase sich etwas anderes anguckt. Vergesst dabei bitte nicht, Leute, es ist immer noch EA. Und EA macht auch mit FIFA seit vielen Jahren echten Unsinn. Aber die Hoffnung ist da, dass wir mit Battlefield was richtig Gutes dieses Jahr bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Hilft mir natürlich auch, dass der Kanal noch ein bisschen wächst. Wir wollen ja alle ein bisschen größer werden. Ich bin raus für heute. Haut rein.